Willkommen aus New York mit dem brandneuen Samsung Gamepad, was mit dem S3 erscheinen wird im Mai wahrscheinlich. Und das wird auch mit anderen Jelly Bean Geräten funktionieren. Ihr sehen könnt, das ist eigentlich eine Standardhalterung hier, wo ihr das Gerät rausnehmen könnt, indem ihr das Ganze ein bisschen hochschiebt. Das ist nämlich leicht hier gummiert und dann kann man es hier rausnehmen. Aber ich lasse es erstmal drin, denn wir müssen es natürlich nicht unbedingt drin lassen. Das Ganze ist per Bluetooth gepaart und ihr seht, das funktioniert eigentlich wunderbar. Man kann springen, laufen und so weiter. Wir haben hinten vier 3A-Batterien drin, mit denen ihr bis zu 100 Stunden spielen könnt dann entsprechend. Und unten haben wir noch einen An- und Ausschalter, was natürlich auch wichtig ist, damit die 100 Stunden nicht einfach so vergehen, falls ihr das aus Versehen in eurer Tasche anmacht. Und wie ihr sehen könnt, das liefert natürlich genug Platz hier für alles. Und es liegt auch recht gut in der Hand, wobei bis zum Release kann sich das billige Plastik hier noch hoffentlich ändern, denn wir haben auch noch leider keinen Preis. Das war eigentlich der allererste Eindruck für den brandneuen Samsung Galaxy S4 mit dem Samsung Gamepad. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal aus New York. Mein Name ist Malschka.